Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich erkläre dir heute wieder 30 Fragen aus deiner theoretischen Führerscheinprüfung. Wenn dir meine Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst, dann bekommst du auch immer Bescheid, wenn ich online gehe oder sobald neue Fragen rauskommen. Gehst in die Theorieprüfung, schaut die Prüfung genauso aus wie bei mir auf dem Bildschirm. Du darfst nicht mehr als 10 Fehlerpunkte in der Prüfung haben. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Hast du 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch, das sind dann die Vorfahrtsfragen, dann gilt die Prüfung leider auch schon als nicht bestanden, da also genau aufpassen. Wir haben 45 Minuten Zeit und ich werde jede Frage und Antwort wieder genau vorlesen lassen. Was müssen Sie beachten, bevor Sie in einen Tunnel einfahren? Nebelscheinwerfer einschalten, Sonnenbrille abnehmen, auch am Tage in gut beleuchteten Tunneln mit Ablenklicht fahren. Genau, Ablendlicht brauchen wir immer bei schlechter Sicht, Dunkelheit, Nebel, Regen, Schneefall, das auf jeden Fall. Sonnenbrille auch wichtig absetzen, weil natürlich Sonnenbrille macht alles dunkler. Das mit den Nebelscheinwerfern werden wir nicht ankreuzen, weil Nebelscheinwerfer dürfen wir ja nur bei Regen, Nebel oder Schneefall anschalten. Sie wollen eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit nach hinten herausragendem Anbaugerät überholen. Was ist zu beachten? Also Zugmaschine mit Anbaugerät, das ist ein Traktor mit Anhänger. Die hintere Beleuchtung kann stark verschmutzt oder verdeckt sein, sodass eingeschaltete Blinkleuchten schlecht oder gar nicht zu sehen sind. Genau, da kann ich mich dran erinnern, hatten wir auch im letzten Video die Frage, Traktor kommt vom Feldweg auf die Straße, kann natürlich sein, dass die Blinker zum Beispiel mit Schlamm bedeckt sind. Zugmaschinen können wegen ihrer niedrigen Geschwindigkeit immer gefahrlos überholt werden. Beim Abbiegen kann das Anbaugerät ausschwenken. Das mit dem Ausschwenken haben wir auch gesagt, umso größer der Anhänger ist, desto weiter kann er nach hinten ausschwenken. Also 1 und 2 werden wir hier ankreuzen. Während der Fahrt in einem Tunnel haben Sie Ihr Fahrzeug wegen eines Feuers noch im Tunnel abstellen müssen. Wie verhalten Sie sich jetzt? Ich lösche das Feuer so weit möglich. Ja, so weit möglich. Also wenn da jetzt Riesenflammen rauskommen, dann mach, dass du aus dem Tunnel rauskommst oder geh durch diese Tür, dass du in den anderen Tunnel rüber reinkommst. Aber wenn es ein kleines Feuer ist, könnte man zum Beispiel seine Jacke draufschmeißen oder manche Fahrzeuge haben auch einen Feuerlöscher mit dabei. Ich schließe mein Fahrzeug ab. Ja, Fahrzeug nicht abschließen, weil die Feuerwehr das Fahrzeug unter Umständen beiseite fahren muss. Du lässt also den Schlüssel drinnen, damit das Fahrzeug notfalls noch weggefahren werden kann. Ich löse Feueralarm an der Notrufstation aus. Das solltest du auf jeden Fall machen. Entweder das, wenn das nicht funktioniert, weil der Weg durch Flammen blockiert ist, dann kannst du auch versuchen zu telefonieren. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben Sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich? So, also 2 Fahrstreifen. Wir wollen nach rechts abbiegen, haben uns aber aus Versehen links eingeordnet. Kommt je nachdem drauf an, wenn du hier eine durchgezogene Linie hast, bitte nicht mehr drüber fahren. Und wenn du dir nicht 100% sicher bist, dass von hinten nicht irgendwelche Fahrzeuge kommen, lass es sein, bieg lieber links ab, da hat der Prüfer nichts dagegen, dann muss der Prüfer sich einfach eine neue Strecke aussuchen. Was du niemals tun solltest, ist einfach blind irgendwie rüberziehen, das ist nie eine gute Idee. Ich biege nach links ab. Ich fahre mit eingeschaltetem Warnblinklicht rückwärts. Ja, also in dem Fall ist nur die zweite Antwortmöglichkeit richtig. Während der Fahrt in einem Tunnel bemerken Sie ein Feuer in Ihrem Fahrzeug. Das Verlassen des Tunnels ist nicht mehr möglich. Wie verhalten Sie sich? Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und lasse den Zündschlüssel stecken. Das machen wir, das ist sehr gut, ja. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und stelle den Motor ab. Motor abstellen, damit nicht noch weitere Abgase produziert werden. Ich halte möglichst weit rechts oder in einer Pannenbucht und schalte die Warnblinkanlage ein. Genau, Warnblinklicht sowieso, wenn du eine Panne hast, wenn du dich oder andere in Gefahr siehst, dann machst du das Warnblinklicht an. Warum sind Sie besonders gefährdet, wenn Sie ein Zweirad fahren?
Also ein Motorrad zum Beispiel oder einen Roller mit der Klasse B darfst du ja auch so einen kleinen Roller fahren, der nicht schneller als 45 km/h und nicht mehr als 50 Kubikzentimeter Hubraum hat. Weil ich leicht zu übersehen bin. Das auf jeden Fall. Kleinere Silhouette bist natürlich leichter übersehen. Gerade als Autofahrer, wenn du einmal kurz guckst und der Rollerfahrer befindet sich genau hinter so einer A-, B- oder C-Säule, dann kann er natürlich mal schnell dahinter verschwinden. Weil meine Geschwindigkeit unterschätzt werden kann. Das auf jeden Fall. Motorräder können sehr schnell, sehr stark beschleunigen. Weil ich bei Unfällen ein höheres Verletzungsrisiko habe. Genau, haben ja keine Knautschzone, also hier kreuzen wir auch alle drei Antwortmöglichkeiten an. Video gibt 5 Fehlerpunkte, wir haben einen Radfahrer vor uns. Jetzt haben wir nach der Kreuzung ein bisschen Platz, da könnte man schon fast überholen. Allerdings müssen wir natürlich aufpassen, dass hier kein Fahrzeug ausparkt und da kommt auch schon der Blaue von rechts. Wir sehen den Fahrer nicht, also kann der Fahrer uns auch nicht sehen. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass der Blaue jetzt weiter rauszieht. Also in dem Fall werden wir den Überholvorgang abbrechen. Vor dem Motorrad möchte ein PKW auf die Fahrbahn zurücksetzen. Womit müssen Sie rechnen? Ja, ähnliche Situation. Dass das Motorrad plötzlich abgebremst wird. Auf jeden Fall. Wir wissen nicht, wie der Motorradfahrer reagieren wird. Es kann sein, dass er dran vorbei, dass er ausweicht. Ja, mit dem Schnee ist natürlich jetzt nicht so optimal, aber kann alles passieren. Dass der PKW weiter zurücksetzt. Auf jeden Fall. Dass mein Bremsweg länger als normal wird. Genau, bedingt durch den Schnee haben wir einen längeren Bremsweg und dadurch auch einen längeren Anhalteweg, aber keinen längeren Reaktionsweg, weil der Reaktionsweg ja von dir abhängig ist. Sie wollen aus einem Grundstück über den Gehweg auf die Fahrbahn einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Also du fährst praktisch aus deiner Garage raus auf die Straße. Immer zuerst auf den fließenden Verkehr auf der Fahrbahn achten. Aufpassen, wenn hier immer zuerst steht, das ist eigentlich nie richtig. Das kann nicht richtig sein. Vor allem, wenn du von einer Tiefgarage hochkommst, dann kommt ja wahrscheinlich erstmal der Fußgängerweg, der Radweg und dann erst die Straße. Gegebenenfalls ist ein Einweisen erforderlich. Ja, einweisen, das ist eine Person, die sich hinstellt und dir winkt, wenn frei ist oder sagt, hey, warte kurz, stopp, da kommt noch ein Radfahrer oder sowas. Wenn du nichts siehst, dann brauchst du einen Einweiser. Verkehrsteilnehmer auf dem Gehweg dürfen nicht gefährdet werden. Genau, die haben ja Vorrang, die Fußgänger. Wer aus einer Ausfahrt rauskommt, der muss warten. Sie möchten aus dem Grundstück ausfahren. Was ist richtig? Genau, also es wäre genau diese Situation, die wir gerade eben in der Frage davor hatten. Ich muss warten, bis die Fußgänger die Ausfahrt überquert haben. Das kreuzen wir an. Ich darf fahren, falls die Fußgänger auf ihren Vorrang verzichten. Falls sie auf ihren Vorrang verzichten, und jetzt Achtung, die Agatha könnte sagen, oh ja, mein Herz, bitte fahren Sie zuerst. Und der Peter meint, ja, ich gehe zuerst, ich will noch meine Sendung anschauen. Und da muss natürlich extrem aufpassen, der eine könnte auf seinen Vorrang verzichten, der andere halt nicht. Also im Zweifelsfall einfach stehen bleiben und sagen, nein, ich warte so lange, bis du drüber gegangen bist. Ich hupe kurz, damit mich die Fußgänger ausfahren lassen. Ja, also hupen nur bei Gefahr oder, nur bei Gefahr und die Gefahr würdest du höchstens selber provozieren, also hupen lassen wir mal. Sie wollen aus einem Grundstück nach rechts in eine Straße einbiegen. Von links kommen Radfahrer. Wer muss warten? Also, wir haben uns hier ein schönes Haus gekauft, wollen mit unserem Ferrari auf die Straße fahren. Von links kommt ein Radfahrer. Wir wissen, wenn wir aus einer Grundstücksausfahrt rausfahren, müssen wir immer warten, egal ob von rechts oder von links. Wir müssen einfach warten. Ich muss warten. Welche Fahrzeuge dürfen auf Fahrbahnen in zweiter Reihe halten? Alle Taxis, wenn Fahrgäste ein- oder aussteigen. Ja, tatsächlich dürfen das nur Taxifahrer, genau aus dem Grund, du rufst dir ja ein Taxi, damit du gleich ins Taxi einsteigen kannst und nicht, dass das Taxi dann irgendwo noch großartig einparken muss und deswegen dürfen das nur Taxis und keine anderen Fahrzeuge. Sie möchten aus einem verkehrsberuhigten Bereich in eine Straße einfahren.
Wie müssen Sie sich verhalten? Ähnlich wie bei der Sache mit der Garagenausfahrt, wenn du aus einem verkehrsberuhigten Bereich rauskommst, dann musst du auch immer Vorfahrt gewähren. Also du verhältst dich genauso wie bei der Ausfahrt. Ich muss vor dem Abbiegen die Fahrtrichtung anzeigen. Ich muss Fußgänger auf dem Gehweg vorbeigehen lassen. Sie wollen links abbiegen. Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten? Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende. So, wir wollen links in die Straße einbiegen. Wenn wir links abbiegen wollen, müssen wir ja dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. Das heißt, der hier darf in dem Fall zuerst fahren. Kann natürlich auch sein, dass der auch abbiegen möchte. Zum Beispiel links, dann könnten wir ja beide gleichzeitig fahren, weil wir uns nicht kreuzen. Aber Achtung, hinter dem könnte immer noch ein weiteres Fahrzeug sein. Zum Beispiel ein Fahrrad kann natürlich leicht übersehen werden. Und wenn das Fahrrad geradeaus fahren möchte, dann sehen wir schon hier das Problem. Wir kreuzen uns mit dem, also müssten wir in dem Fall auch dem Fahrradfahrer Vorrang gewähren. Linksabbieger können sich gefährlich nahe kommen. Auf jeden Fall. Ja, komm. Missverständnisse mit entgegenkommenden Linksabbiegern. Also würde ich jetzt einfach mal ankreuzen, weil wir ja mal gesagt haben, dass wir immer vom Schlimmsten ausgehen. Eigentlich sollte die Situation klar sein, aber manchmal verhalten sich Linksabbieger natürlich komisch, weil sie nicht wissen, wo sie stehen bleiben sollen. Kennst du vielleicht aus den Fahrstunden. Also ich würde jetzt hier auf jeden Fall mal 1, 2 und 3 ankreuzen. Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft? Der Motor braucht Öl, da hast du mehrere Kolben und Zylinder, also Metall auf Metall, was reiben würde, und deswegen brauchen wir Öl dazwischen, damit wir keine große Abnutzung haben. Das Ganze natürlich geschmeidig läuft. Weil diese Öle den Kraftstoffverbrauch verringern. Durch verringerte Reibung haben wir einen geringeren Kraftstoffverbrauch, weil wir natürlich weniger Energie benötigen. Das ist richtig. Weil diese Öle weniger Reibung im Motor erzeugen. Das ist richtig. Weil diese Öle im Hausmüll entsorgt werden können. Ja, also Öl bitte nicht in den Hausmüll. Wir wissen ja, ein Tropfen Öl verschmutzt ungefähr 600 Liter Grundwasser. Merken für die Prüfung. Das kannst du dem Prüfer auch in der praktischen nochmal sagen. Euer Video 5 Fehlerpunkte. Aufpassen, das ist kein Kreisverkehr. Wir haben nämlich nicht dieses Schild mit den drei weißen Pfeilen drauf. Also gilt hier in dem Fall die Vorfahrtsregel rechts vor links. Hier wirklich extrem aufpassen, kann man natürlich sehr leicht übersehen. Wie verhalten wir uns in der Situation? Wir müssen tatsächlich warten, der von rechts kommt, darf in dem Fall fahren, weil es kein Kreisverkehr ist. Welches Verhalten ist richtig? Abknickende Vorfahrtsstraße, wir sind auf der abknickenden Vorfahrtsstraße, der Rote ist auf der abknickenden Vorfahrtsstraße, der Grüne interessiert uns somit also überhaupt nicht. Wir wollen allerdings die Vorfahrtsstraße verlassen, wir kreuzen uns mit dem Roten, also darf erst der Rote fahren, dann wir und dann der Grüne. Ich darf vor dem LKW abbiegen, auf jeden Fall. Ich muss den LKW durchfahren lassen, nein, ich muss den Roten vorbeifahren lassen, ja, weil wir dem Roten in dem Fall Vorrang gewähren müssen. Sie möchten nach rechts in eine Vorfahrtsstraße einbiegen. Worauf müssen Sie achten? Nur auf die von links kommenden Fahrzeuge. Achtung, hier das Wörtchen nur, das sollte uns gleich skeptisch machen. Auf von links und von rechts kommende Fahrzeuge. Ja, immer von rechts und von links. Es geht darum, wenn von rechts einer kommt, der zum Beispiel gerade überholt, dann fährt er ja auch mit auf deinem Fahrstreifen. Also der muss ja zwangsweise im Gegenverkehr fahren. Deswegen natürlich immer in beide Richtungen schauen. Auf Radfahrer und Fußgänger, die rechts neben oder noch hinter ihnen sind. Radfahrer und Fußgänger sowieso, wir wollen abbiegen, also Vorrang gewähren. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit einem Verkehrsverbot für Radfahrer. Rund und rot ist Verbot, das ist nicht rund. Mit Radfahrern, welche die Fahrbahn kreuzen. Das ist ein Gefahrenzeichen und warnt uns vor Radfahrern. In dem Fall können Radfahrer kreuzen, das ist richtig. Mit einer Unterführung für Radfahrer. Nein, also hier ist nur die zweite Antwortmöglichkeit richtig. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Entgegenkommende Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden. Es folgt eine scharfe Rechtskurve. Fahrzeuge vor mir könnten stark bremsen.
Also es folgt eine Rechtskurve, die Fahrzeuge können dementsprechend bremsen, und um Gang und Geschwindigkeit anzupassen, und die entgegenkommenden Fahrzeuge könnten die Kurve schneiden. Das bedeutet, sie befahren einen Teil von unserem Fahrstreifen mit, aus welchen Gründen auch immer, aber hier sind auf jeden Fall alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Was müssen Sie beim Einfahren auf die Autobahn beachten? Der Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn hat Vorfahrt. Der auf der Autobahn fährt, hat Vorfahrt, richtig. Auf dem Einfädelungsstreifen darf ich schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn. Das ist eine Ausnahme, da dürfen wir tatsächlich schneller fahren, also rechts überholen. Aus dem Grund, auf dem rechten Fahrstreifen auf der Autobahn fahren ja meistens langsame Fahrzeuge, also LKWs. Und wir können da im dritten Gang schön an den LKWs vorbei, können uns eine geeignete Lücke aussuchen und dann auch vor dem LKW auf die Autobahn fahren. Der Verkehr auf dem durchgehenden rechten Fahrstreifen muss das Einfahren ermöglichen. Ja, das ist Quatsch, das würde ja der ersten Antwortmöglichkeit widersprechen. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Blau ist auf jeden Fall schon mal Autobahn in Deutschland. Auf die Bundesstraße 22, auf eine U-Bahn-Station, auf eine Bedarfsumleitung für den Autobahnverkehr. Genau, also blau immer Autobahn, kann man sich ganz einfach merken. Worauf weist die Zahl 26 in diesem Verkehrszeichen hin? Achtung, auf diese Frage bin ich tatsächlich schon mal reingefallen. Gibt zwei Fehlerpunkte, das sind meistens so Leichtsinnsfehler. Es wird nach dieser 26 gefragt, nach nichts anderem. Auf die Entfernung von der Ausfahrt bis Düsseldorf-Benrath. Auf die A26. Auf die Autobahnausfahrt Nummer 26. Also das ist die Autobahnausfahrt Nummer 26. Das ist die einzigst richtige Antwortmöglichkeit. Nicht verwirren lassen mit diesen 1000 Meter darunter würde natürlich bedeuten, dass in 1000 Meter diese Ausfahrt kommt. Aber das ist in dieser Frage nicht gestellt. Da geht es tatsächlich nur um diese 26. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Genau, wir fahren möglichst weit rechts, damit, falls es zu eng werden würde, könnten auch drei Fahrzeuge nebeneinander fahren. Sollte natürlich niemals passieren, aber Geschwindigkeit verringern, möglichst weit rechts fahren, ist hier die einzigst richtige Antwortmöglichkeit. Wieder ein Video, wieder mit 5 Fehlerpunkten. Das sind ja anscheinend sehr schwierige Videofragen heute. Also wir fahren mit 100 auf einer Landstraße. Ja, sieht man ganz, ganz schlecht. Von rechts kommt ein Auto aus dieser Straße raus. Wir sind auf der Vorfahrtstraße, sieht man hier vorne ganz, ganz leicht. Warum müssen Sie in dieser Situation bremsbereit sein? Weil der Straßenverlauf dies erfordert. Straßenverlauf sieht gut aus, wir fahren immer geradeaus, man sieht relativ gut in die Straße ein, also das stimmt nicht. Weil eine Geschwindigkeitsbegrenzung erkennbar ist. Nee, sehe ich auch nicht. Weil das andere Fahrzeug weiterfahren könnte. Genau, das ist die Gefahr. Kann auch sein, dass der Fahrer vielleicht nicht sehen kann, weil ein Schild oder ein Baum davor ist. Also bei sowas immer das im Hinterkopf haben. Wie darf hier mit Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse geparkt werden? Genauso wie auf der Abbildung. Wohnwagen entsprechend der Abbildung. PKW entsprechend der Abbildung. Kleine PKW auch quer zur Fahrtrichtung. Also 1 und 2 stimmen. Du darfst auch Wohnwagen so abstellen. Und PKW ist so, wie es halt abgebildet ist. Aber nicht irgendwie mit einem Smart oder sowas querparken. Das war ja mal ganz am Anfang groß im Trend, als so ganz kleine Autos rauskamen, dass die sich einfach so quer reingestellt haben. Das ist aber nicht erlaubt. Warum dürfen Sie hier nicht überholen? Ja, hier sieht man ein bisschen schlecht ein, ne? Also man, wir überholen nicht, weil der Straßenverlauf einfach nicht gut erkennbar ist. Weil die übersehbare Strecke nicht ausreichend ist. Genau. Weil ich bei Gegenverkehr keinen ausreichenden Seitenabstand hätte. Weil ich die Mittellinie nicht überfahren darf. Doch, die Leitlinie dürfen wir überfahren, aber wir tun es nicht, weil wir einfach nicht sicher sind, ob da Gegenverkehr kommt. Und falls Gegenverkehr kommt, können wir nicht mehr ausweichen. Also 1 und 2 kreuzen wir an. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist das Ende einer Kraftfahrstraße. Was müssen Sie über Katalysatoren wissen?
Unverbrannter Kraftstoff im Katalysator kann beim Anspringen des Motors keine Schäden verursachen. Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen. Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden. Eine meiner Lieblingsfragen: Katalysator ist dafür da, die Abgase bzw. das Kohlenstoffmonoxid etwas umzuwandeln, damit die Gase nicht mehr ganz so giftig sind. Und vielleicht hast du schon mal von so einer Fehlzündung gehört, das knallt dann so im Auspuff. Ja, wenn man es übertreibt, dann kommen hinten sogar Flammen raus und das kann diesen Cut zerstören. Wenn du versuchst, den Motor zu starten, dann gelangt immer weiter unverbrannter Kraftstoff in den Abgastrakt. Und wenn dann dieser Kraftstoff irgendwann mal gezündet wird, dann kommt es halt zu dieser Fehlzündung und das reißt dir halt im Notfall alles raus. Wodurch können Sie die Umweltbelastung verringern? Durch Meiden von Verkehrsspitzen. Ja, damit ist halt gemeint, nicht gerade um 17 Uhr in der Münchner Innenstadt unterwegs zu sein. Durch Bilden von Fahrgemeinschaften. Auf jeden Fall, wenn weniger Fahrzeuge unterwegs sein müssen, ist natürlich gut. Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau. Ja, also hier, das ist auf jeden Fall auch richtig. 1, 2 und 3 kreuzen wir an. Damit haben wir sogar schon alle Fragen durch. Die mit dem Cut fand ich am besonders spannendsten. Wie fandest du es? Schreib es mal unten in die Kommentare, welche Frage du am interessantesten fandest. Und ja, wenn es dir bis jetzt gefallen hat, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt. So, dann gehen wir mal die Prüfung ab und schauen mal, ob wir sie bestanden haben oder ob wir doch irgendwie 2, 3 Fehlerpunkte kassiert haben. Nein, wir haben es wieder geschafft mit 0 Fehlerpunkten. Das freut natürlich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Bis dann, ciao, ciao.